Willkommen zu unserer Flurbegegnung mit Rüben, Mais und Gersten. Man sieht, es hat noch sehr viel Unkraut da. Es ist langsam am Gel und am Teuer werden. Das Zeug wird das meiste hoffentlich noch zuverlässig nehmen. Was man auch sieht, wenn man hier über die Reihe schaut, die Rüben sind deutlich kleiner, weil es einfach im 2-4-Blatt-Stadion zu viel Unkraut nicht verleiden mag. Und das sieht man hier deutlich. Dann haben wir hier ein anderes Verfahren. Das ist das RM1, also RBM1. Hier haben wir eine Bandspritzung ab dem 4-Blatt, also nur noch mechanisch vorher Flächenbehandlung gehabt. Man sieht auch hier, ist sehr gut. Es ist gerade frisch gehackt worden. Da hat man Unkräuter, was noch frisch gekommen ist jetzt von der letzten Woche, von den Niederschlägen, hat man sehr gut erfasst. Und das kleine Unkraut hier bringt man gut an die Oberfläche, dass es nachher mag vertrocknen und es weniger oder kein Problem mehr darstellen sollte. Es ist einfach sehr wichtig, dass drüber als eher langsame Kultur oder als Kultur, die langsam aufläuft, sehr gut behandelt, gegen die Unkräuter, dass die Bestände unkrautfrei sind. Und dass man so möglichst wenig Konkurrenz zulässt. Man sieht jetzt sehr gut, es wird hier zwischen den Reihen wird mechanisch behandelt. Und hier haben wir ein Band von 15 bis 18 cm. Je nachdem, wie näher man drüben anhacken möchte, kommt auf die Grösse drauf an, haben wir eine Fläche, die nicht gespritzt ist, die gespritzt wird und nicht gehackt wird. Sehr effektive Methode, um das Unkraut in der Reihe wegzukriegen und um hier Unkraut frei zu sein. Unkraut in der Reihe, das sieht man hier drinnen, kann im 2-4-Blatt-Stadion zu starken Wachstumsrückständen führen, zu viel Konkurrenz. Und das möchte man möglichst verhindern. Darum ist so eine Bandapplikation eine gute Möglichkeit, um das Unkraut effektiv schon im frühen Stadion wegzubringen. Wir stehen hier im sogenannten Schellfräsenverfahren. Wir haben hier Maisanbau nach Kunstwiese. Das Ziel dieser Schellfräse ist eigentlich, dass wir Mais anbauen können ohne Glyphosat und ohne Pflug. Und dass wir das mit Hilfe dieser ganzen Beiträge, Ressourceneffizienzbeiträge, einen wirtschaftlichen Maisanbau machen können, der halt auch zukunftsorientiert ist. Das Verfahren mit der Schellfräse ist eigentlich so aufgebaut, dass wir zweimal oberflächlich bearbeiten. Wir haben hier oben das erste Mal bearbeitet, etwa auf 6 cm Tiefe. Und wir haben unten jetzt das zweite Mal, geht aktuell, auf etwas tiefer, auf 10 cm Tiefe bearbeitet. Wir sind jetzt etwas tiefer wie auch schon, damit wir einfach genug Bodenhorizont haben, um Saatkorn ablegen. Damit das wirklich genug versorgt ist, sagen auch in Zukunft auf Saatkörner ohne Beizung. Also das Verfahren probieren wir jetzt hier schon das zweite Mal im zweiten Jahr. Links eine Pflanze- und Pflugverfahren mit den Wurzeln. Man sieht, dass sie tiefer abgelegt worden ist. Und auch schon ein bisschen mehr Wurzeln hat. Und rechts vom Fräsverfahren. Die sind am Anfang schon mehr am Limit und müssen wirklich ein bisschen mehr durchkämpfen. Und durch das auch ein bisschen rein. In diesem Versuch hier geht es um Sprenkelnekrose, die wir mit verschiedenen Mitteln bekämpfen wollen. Weil Sprenkelnekrose ist ja eine Krankheit, wenn es so schwach zu scheint wie heute, da zu viel Energie entsteht und dann die Blätter die Pünktchen überkommen und verbrennen. Das können verschiedene Symptome sein bei verschiedenen Sorten. Manchmal sind die da dann auch schwierig zu unterscheiden von anderen Krankheiten noch. Aber grundsätzlich wäre das das Bild. In diesem Versuch geht es darum, dass wir seit dem Jahr kein Chlorothalonil mit spritzen dürfen. Das ist ja ein Kontaktfungizid, das eine Schicht gemacht hat, vor Sonnenlicht geschützt. Und gleichzeitig aber auch der Pilz, der da mithilft, noch zusätzlich die Flecken zu machen, zu bekämpfen. Hier auf der ersten Hälfte, 3 Meter, von dem orangen bis zu dem blauen Pfosten, haben wir zweimal ein Pflanzenstärkungsmittel gespritzt, das helfen sollte, den Stress in den Pflanzen abzubauen, weil die Krankheit ist eine Stresskrankheit. Wenn wir jetzt durchgehen, sieht man, dass hier Pflanzenstärkungsmittel, nur hier ein Pflanzenstärkungsmittel, praktisch aussieht wie Kontrolle. Müssen wir also sagen, bis jetzt noch nicht so viel, ist aber nur ein schneller Blick ins Feld gewesen. Dann hier mit dem Schwefel, wenn man reinschaut, hat es auf dem Fahnenblatt noch fast keine Pünktchen. Und gemäss englischer Literatur hat Schwefel, Netzschwefel auch eine Wirkung von 50% etwa. Wenn wir hier übergehen, haben wir dann nur Netzschwefel und das sieht ähnlich aus wie das Pflanzenstärkungsmittel Plus.
Netzschwefel, also können wir davon ausgehen, da hat der Netzschwefel die Wirkung gebracht, die wahrscheinlich eben etwa 50% ein paar Pünktchen hat. Also es ist nicht so wie im restlich gespritzten Feld, wo es noch fast keine Pünktchen hat. Und dann haben wir hier die Hinterstkontrolle, wo wir sehen, dass die ähnlich aussieht wie hinten, dort, wo wir nur das Pflanzenstärkungsmittel gespritzt haben, also schon etwa 10 Pünktchen auf den Fahnenblättern. Also da müssen wir davon ausgehen, dass die zwei Verfahren bis jetzt etwa gleich sind. Bonitieren werden wir es aber zur Milchreife etwa in einer Woche bis 10 Tage, bis die Blätter schon ein bisschen stärker noch vom Sonnenlicht die Symptome machen und wir es besser anschauen können.